Brücke. Da oben ist ein Schloss voll mit Obelisken. Da und da. Und da ist eine komische Sache. Voll mit Obelisken da. Und hier haben wir den Gral. Isis mit Flügeli. Und nochmal zwei Obelisken. Oder Pyramide. In der Schweiz. So. Obelisk. Obelisk. Komische. Luzern. Da ist Friedhof hier in Luzern. Obelisken, eine riesige Pyramide. Naja, was will man noch mehr? Da hört man die Pilatesflugzeuge und schau mal hier. Und dann haben wir hier, und das gehört dazu, das ist wie Washington hier. Schau, da. Das hat eine Funktion daneben. Was? Das Wasser. Der Obelisk muss neben Wasser stehen, irgendwie. Chemtrails Kreuz. Eie. Und das hat alles seine Bedeutung, dass genau diese Bogen hier stehen, dass man das Wasser sieht. Das hat alles seine Bedeutung. Die stehen nur hier, die Bogen. Hier in Luzern Friedhof. Deutsche Stahlhelm in der Schweiz, in Luzern. Für Deutschland starben sie, diese Schweizer. Aber die haben genauso gut das deutsche Volk, haben sie terrorisiert, so wie die Söldner damals. Ja, der Stahlhelm. Also die waren nicht gegen den Nazis, aber für den Nazis. Das sind Schweizer Templer. Da brauchst du nicht weiter zu fragen. Und hier sind sie vergraben. Denkt man nicht, dass die Deutschen das wussten. Das Kapitol. In Washington. Und hier das alte Judenfriedhof. In Luzern. Wieder Obelisken. Joachim. Und der Boas. Da noch ein alter. Steht hier voll da damit. Da ein Obelisk. Hier kommt niemand. Das ist alte. Also. Es gibt auch ein neues Judenfriedhof. Ja, alles Pharaon. Alles Pharaon. Wie in Ägypten. Das ist noch der Ball. Da die Erddomination und ja. Ja, der eine Pharaone nach dem anderen. Der eine Pharaone nach dem anderen. Da, ja, hier und da und da und hier die Ecke da. Der eine Pharaone nach dem anderen. Ja. Und das sind so komische Pharaone, das sieht aus wie Sarkophage. Es gibt solche Sarkophage in so einer Form. Und das hier, das ist die Dreifaltigkeit, der Heilige Geist, der Vater und der Sohn. Der IHS,
Der Heilige Geist ist der I für Isis, die Idee. Horus ist der Sohn. Und der Vater ist Set. Aber eigentlich war der Vater Horus. Machen wir etwas Verbotenes? Ja. Oder es sind die drei Berge bei einer Freimaurer im Garten. Nur sind das keine Berge hier. Aber es ist gewollt, diese drei nebeneinander. So, hier in Luzern. Okay, sind wir in Schöpfheim in Entlebuch im Kanton Luzern. Eine Kirche mit Obelisken von dem Priester von Amun mit Erddomination. Da haben wir Ma'at mit dem Schwert, also die Frau Justitia oder Themis aus Griechenland. Und das Dreieck der Freimaurer mit dem allsehenden Auge da drin. Da unten ist überall die Erddomination. Und hier haben wir Gasthof Kreuz mit einem Templerkreuz. Und das ist richtig Lapis Lazuli Blau von den Pharaonen. Da habe ich das Templerkreuz. Da nochmal. Und dann nochmal. Ja. Hotel Kreuz. In Schöpfheim. 6170 Schöpfheim. Ja. Und da haben wir da den Papst mit der Erddomination in der Hand. Und wahrscheinlich 4 Obelisken. Da und da und auf die andere Seite. Ma'at. So. Ja, hier sind wir in St. Moritz, Bilderberg. Das ist ja die Sonnenhieroglyphe, das auf dem Holz da. Hier ist voll damit. Dreieck der Freimaurer. Das ist ein Pharaonenort hier, Atlantis, mit Pyramide da drin. Da, das Hotel ist voll. Sonnenhieroglyphe da, mit Isis drin. Und im Fenster da. Da nochmal. Da, die Isis natürlich, fehlt nicht. Das Bündnis da hinten. Und oben auf dem Dach, das sehe ich hier noch viel, viel, viel mehr. So, da. Also St. Moritz, Pharaonenort. Da sehe ich noch die Sonnenhieroglyphe da durchschimmern. Wo ist sie jetzt? Da. Voll, voll, voll. So. Da wahrscheinlich auch noch. Also hier sind wir auf dem Friedhof St. Moritz. Also, das ist ein richtiges Pharaonen-Café. Wir sind hier bei dem Bilderberg-Treffen. So. Joachim und Boas, moderne. Das ist das Hotel hier in St. Moritz, wo die Bilderberger sind. Ich weiß nicht, was das ist hier. Souvretta-Haus. Okay. Da stehen dann die anderen da. Naja, gut. Es regnet. Ja, hier Bilderberg-Treffen da. Überall Leute. Ja, gut. Überall hier. Revolution!
Revolution! Ich hab satt den Obelisk-Marsch. Will nicht mehr, tut weh. Kein Obelisk im Arsch, kein Obelisk im Arsch. Kein Obelisk im Arsch. Transparenter! Bilderberger. You fuckers. Looks like a bloody funeral car. Henry Kissinger in the Sark. Yeah, yeah, yeah. Are you English or what? Schweizerdeutsch. Yeah. Wolfgang Umvogel. Umvogel, das ja. Das war sein Name, ja, ja, ja. Steht hier nicht, aber ich weiß. Ich möchte etwas Kultur reinbringen. Von dem her möchte ich gerne ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe zitieren. And telling that you don't want the warmongers and the war criminals to be coming here. And the response that you've now gotten by that simple little effort by writing a letter to those parliament members. That what we now interpret as three out of maybe 250, I don't know how many parliament members you have here in this country, but having three people to stand up to say no, that makes a difference. That little effort that was put in here in order to write that letter is going to make massive headlines all across the alternative media. And it's going to make the difference why Bilderberg 2011 is going to be that much different. Because we've given factual data for the real journalists out there to write about, to put in the newspapers. That's why last night I can be called over to gerade wenn wir zeitlich zum Thema sind. Ja, vor allem hier muss man wirklich auch kommen von Hund. Diese Anlage, wenn wir hier das Gotthelf von Hund, die hat im Prinzip ja eigentlich die strikte Observanz in der Freimaurerei eingeführt. Das sind die ganzen Handzeichen, die auch in der Fall sind. Ingen wieder oben geschlafen und hier ist das Hotel Suvretto, wo die Bilderberger sind. Da, Schweine. Heute hat der Rockefeller Geburtstag, wollen sie Geburtstag singen? Scheiß mich an. Ich würde singen, fucking birthday to you, Mr. President. Rise and shine, boys. It's a beautiful morning in fucking Switzerland. Stehen die Schweine. Los ist es. Got you. Lock on. Fire. Put your fucking stinger up your ass. Kollege. Ja? Du meinst, du brauchst einen Platz noch. Was? Platz brauchst du doch, eine Freundin. Ah, darf ich das auf. Ah, jetzt ist. Ich komme gerade. Frage ihn, ja, hat. Okay, ja. Ja, ist ja die Frage, ob sie nach Deutschland. Ja, ja. Bist du mit dem Auto? Ja. Einen Platz habe ich. Ja, das ist eine Frau, Alina. Ja, ich habe bei ihr geschlafen heute Nacht und sie möchte vielleicht mitfahren. Ja, da sind wir im Chur. Wow, McDonald's. Und schau mal die Pyramide. Mann, Mann. Mann, wir können all die Schickimickis und all die, ich war jetzt bei den Bilderberger treffen, können all die Pharaonen, die nach St. Moritz gehen, all die Schickimicki und Pharaonen, damit sie hier essen können und sie verstehen es, sie wissen es. Wow. Chur. Rauben. Ja, die Pyramide. Und natürlich Ibis. Der Pharaonenvogel, der Ibis. Alles ist hier, ne? Wow. Oh, fürchterlich. Und da haben wir da Ibis, der Pharaonenvogel. Der Eingang da, da nur mit Pyramiden. Da Pyramiden. Mann, Pharaonenland, ey. Hol dich ein Big Pharaoh oder so.